Wäre das nicht auch ein Fall vielleicht so für die Polizei? Mann, hau ab hier. Naja, egal. Scheiße. Nicht die Spur wechseln. Nicht die Spur wechseln. Nein, 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 nein. Na also, geht doch. Ja, jetzt lass dich nicht vom Zug überfahren, ey. Unglaublich. Was sagt man? Dankeschön. Any chance you could take me to a mechanic so I can get that death trap fixed? That's a bad place to break down. Yeah, it started spluttering at the crossing. Then the engine just cut out. Damn car, foreign trash. I've told my wife 100 times. But she's like, oh no, Phil, you can't say that. Not anymore. She'll soon change her tune when she finds out I nearly died. All this fancy eco crap they put in cars now. We never asked for it. We never signed that treaty. A mile less to the gallon, and maybe I wouldn't have ended up on top of the train tracks. I'm at a loss for words. Could have fooled me. Makes a nice change, though, to get towed for a good reason. Normally, I'd be cussing you out, you know, asking you how you sleep at night. I'm sure you would, man. You been in the business long? I ain't exactly in the business. Just helping out a friend, dawg. Also, was diese Eisenbahnschienen angeht, das muss ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Das geht nicht anders. Aber erstmal bringen wir diesen Job jetzt zum Abschluss. Eieiei, jawohl. Ich weiß nicht, was das eben war. Ob das jetzt meine Tastatur wieder mal war oder irgendwas anderes, ich weiß es nicht. Aber wir haben es jetzt geschafft. Ich habe Vorfahrt, danke. So, und den bringen wir jetzt wahrscheinlich zur Werkstatt. Wie er ja gerade schon drum gebeten hat. Ist das hier in der Mitte? Da ist die Straßenbahn. Okay, da kann ich jetzt nicht durch. Richten wir uns mal ein wenig an die Verkehrsregeln. Okay. Ja, aber jetzt können wir wieder fahren, oder? Unbewaffnet. Hallo? Aha. Das hört sich nicht schlecht an. Oh, ich glaube, das lasse ich. Ja, Freunde, was gibt es sonst zu sagen? Die anderen Let's Plays, die werden weitergehen, keine Sorge. Ach, da schon wieder auch. Das ist auch schon wieder Käse hier. Ah, komm. Dann fahr auch. Donkey Kong wird vielleicht heute auch noch ein bisschen weitergehen. Ich muss gleich nur schon wieder zur Arbeit. Deswegen habe ich nicht wieder so viel Zeit, wie ich mir das gerne wünschen würde. Danke. Ich muss hier sowieso rechts abbiegen. Das passt. Nicht beeilt, sondern ich am Fahrrad. Ja, hallo, ich richte mich hier nach, ne? Ein bisschen nach den Verkehrsregeln, du Idiot. Hoppla, andersrum. So, jetzt einfach nur zurück. So, fertig. Okay, thanks again. That could have been much worse. Das ist wohl wahr. Na? If it ain't the finest man in South LS. Ja, ja. You can tell JB I did his work for him again. I will, boo. Soon as he wakes up. Und? Bestanden? Hallo? Na, also geht doch. Ein weiterer gefallen. Kontrollpunkt? Aha. 75% wieder nur. Toll.
So, wo kriege ich jetzt meinen komischen Wagen hier quitt? Was haben wir denn jetzt hier noch? Oh, gar nichts mehr. Ne, wir haben echt nichts mehr. Okay. Das heißt, wir müssen wieder telefonieren. Warte mal, ich warte mal hier so ran. So. Was gibt's denn jetzt hier noch für Aufgaben? Nee, ein Rennen werde ich bestimmt nicht machen. Das ist alles. Och, nö. Antwort, sag sowas nicht. Du machst gerade dein Ding, aber warte auf mich. Wir sind füreinander bestimmt, das weißt du. Alles Liebe. Oh. Wie knuffig. So, das hätten wir auch beantwortet. Schnell speichern. Jawohl, ja will ich. Und wie viel haben wir? Hat sich vielleicht irgendwas dran geändert? 9,9. Uiuiui. Fast 10% vom Spiel, Freunde. Und das schon im wievielten Teil? Ich weiß es nicht. Tja, was machen wir jetzt? Da oben drüben ist eine Tankstelle. Wir können mal tanken gehen. Guck mal, da bewegen sich sogar die Schirme. Schon geil gemacht. So, was macht denn mein anderer Freund? Der schläft wahrscheinlich wieder am Steuer. Guck mal, jetzt steht er hier, Everything hurts. Was? Wo ist denn dein Auto? Willst du mich verarschen? Da war ein Kaffee trinken. Ach, da steht's. Okay. Dann habe ich nichts gesagt. Ein schicker Audi. Oh, eine Nachricht. Fortschritt. Denken Sie an die Atemübungen und hören Sie auf, andere Leute die Schuld zu geben. Kommen Sie bald wieder vorbei. Tja, wie gesagt, Freunde, ich habe jetzt hier nicht wirklich was ich machen könnte. Außer jetzt wieder sinnlos in der Gegend rumzufahren, sorry. Aber das ist irgendwie nicht so ganz das, was ich im Sinn hatte. Wir können ja mal nach Michael fahren. Wo ist Michael? Da, da oben. Dann fahren wir mal zu ihm. Ja, sehr schön, das passt. So. Aha. Da bin ich mal gespannt, ob die beiden vielleicht zusammen auch eine Mission machen oder ob wir, wie gesagt, getrennt von beiden immer hier agieren müssen. Boah, das hat... Nein! Ich wollte gerade sagen, das hat sehr gut gepasst. So ein Käse. Tascha, nein, du hast es nicht verstanden. Wir sind nicht füreinander bestimmt. Du musst endlich kapieren. Du musst kapieren, dass alles seinen Preis hat und der Preis für die Entscheidungen, die du... Die du? Naja. Weißt du, da ist man mal nett, lieb und freundlich zu einem Mädel und dann kriegt man so eine Abfuhr. Ja, ja, so sind sie, die Frauen. Manchmal. Immer. Öfters. Nein, nicht alle. Nicht alle.
So, das, was ich jetzt hier mache, hat sowieso wieder wahrscheinlich null Erfolg. Er müsste eigentlich jetzt hier gleich um die Ecke stehen. Bus, bleib schön auf deiner Spur. Ah, Motorradfahrer. Schade. Uiuiuiui, da komme ich, glaube ich, nicht durch. Ich habe gelbe Palaverlampen auf dem Dach. Nicht ohne Grund. Lasst mich vorbei. Nein, 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 du fährst mir nicht in die Karre. Sehr schön. Er hat gebremst. Das rechne ich ihm hoch an. Nein, das ist dem sein Haus. Oh nein. Ich schleppe jetzt ihm sein Auto ab. Guck mal, da sieht man sogar von den Rundumlichtern das gelbe Licht. Ey, das ist so geil. So, also hier ist er nicht. Was ist das? Persönliches Fahrzeug. Michael. Gut, dann gehen wir mal anders vor. Was macht... Was? Was? Halt, 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 halt. Hey, you, stop it. What's up, man? Get out of my way. Michael, calm down. What the fuck is going on? Nothing happened. It was a misunderstanding. She fucked a brick in my bed. You're bullshitting me. It wasn't like that. You in? Fuck it, I'm in. Let's roll. Let's get this motherfucker. Just don't kill him! Was? Folge dem Tennislehrer. Dem Tennislehrer! Halt! Folge dem Tennislehrer. Aber erstmal in die falsche Richtung fahren. Mann, jetzt gib Gas! Oh, es sind da hinten noch diese Scheiße. Tennis coach! Oh, that's fucked up, man. You risk dudes, homie. Oh, jetzt haben wir da hinten auch noch die ganzen schweren Sachen drauf. Der fährt sich eh schon wie ein Schwamm hier. Och, Kingers. Nein, nein, nein. Oh, jetzt hier diese komischen Serpentinenstraßen hoch. Jetzt blinkt er auch noch. Wieso blinkt er denn? Weg hier, weg hier, weg hier. Okay. Ja, ich bin dabei. Wie kann er denn bitte so einen Vorsprung haben? Halt! Hey! Asshole! You ran off before we could settle our debts! Michael, what? You got the wrong idea, man! He's about to have a real clear idea where I'm coming from. There's a winch in the back of the truck. Tied a cable to one of those supports up there. You finna pull his deck down? Hey, that prick pulled my marriage down. Man, you really gonna be this fucking dramatic? Yeah, whatever. I told you I comped the session, bud! Well, there were a lot of freaking sessions, bud! I'm thinking you were working on more than just her backhand! Mandy's backhand has come a long way, bro! But sometimes it's gotta get worse to get better! Yeah, well, maybe I should come up there and practice my backhand! On your face! Oh, bud, your negative energy is seriously bringing me down! Oh, I hope it is, bud! We hooked up, man! You come into my house, take my money and nail my wife? Are you fucking kidding me? I'm gonna stick up my hand and say that was uncool, bud. My bad. Seriously. Oh, how fucking magnanimous. May I please offer you my applause? You fucking motherfucker! Dude! And we'll see how you like it when someone fucks with your shit. Well, hey. Wait! You got the wrong idea, pal. Whoa! Was? Steig in den Pickup. Mit wem hat die Olle denn da gerade telefoniert? Here we go. Halte Wege drin, um zu beschleunigen. Two
You are properly crazy. Boom, give us some. Oh shit! You see this shit, dog? So, ich wollte jetzt mal ein Stück zurück und dann. Oh hell yeah, homie. You know what time it is. Man, homie ain't grubbing outside tonight, dog. Man, get some force on that motherfucker. Whoa! Oh, heftig. Yeah! Fuck, come on! Fuck, man, fuck! Oh, we did it! Fuck his ass! Yeah, fuck him. But was we really trying to pull that dude house off the fucking hill? Hey, we were trying to teach him a fucking lesson. Now that's an expensive bitch-ass lesson, man. Maybe he'll keep it on the court and out of my wife. Yeah, he not taking no housewives back to that motherfucker. Hey, it's a service to the fucking community. Das war ja mal geil. Sowas wünschte ich mir öfter. Mr. DeSanta, what the hell? That's not my house. Bullshit. Was? Oh, bro, I couldn't afford a place like that. I'm a tennis coach. I hit balls for a living. I was just hiding there. Give me a phone. You! You're a dead one! Green light! Green light! Martin Madrazo, give you green light! Uh-oh. Oh, I'm scared, lady. Just fucking terrified. Oh, das hörte sich nicht gut an. Madrazo, fuck you. Whoa, home. Martin? Martin Madrazo? That's what she said. Damn, dude's a kingpin, homie. You better hope. I ain't hoping anything. Scheiße. Chick was hysterical. Chill out. That coach should be doing the Russian broad. Chick needs to chill the fuck out. Dead man. Dead man. Give me a... Gib mir? Oh nein! Oh, that was quick. Alright, help me deal with this. Hallo, hallo! Ja, hallo, würdest du mal bitte, meine Güte, ey. Michael ist scheiße. Ah, Teil gibt Überlänge. Ich weiß. Erneut versuchen. So ein Kack. Na, oh, wieder von hier. Hätte er auch mal die Waffe nehmen können. Mr. DeSanta, what the hell? That's not my house. Bullshit. Oh, bro, I couldn't afford a place like that. I'm a tennis coach. I hit balls for a living. I was just hiding there. You! You're a dead one! Green light! Green light! Martin Madrazo, green light! Oh, I'm scared, lady. Just fucking terrified. Green light! Green light! Martin Madrazo, fuck you! Whoa! Ach, ganz toll. Ah, Freunde, ich bin sofort wieder da. Scheiß Post hier. So. So, ich soll jetzt abschütteln. Und warum schüttel ab? Ja. Aber wieso? Ach, der feuert, okay. Oh Mann, nein. Ey, das ist doch Absicht hier. Das ist pure Absicht! Wechseln zwischen Michael und Franklin. Das sagst du mir jetzt?
Hä? Wie go? Was? Hallo, hallo, hallo! Ach, jetzt fährt der, okay. Das kann jetzt ewig dauern. Ja, aber hier ist keiner. Jetzt kommen sie. Tja. Ja, würdest du mal Gas geben? Ich glaube, es hackt er. Kann ich den Wagen nicht auch? Shit. Ich muss den nur richtig ins Visier kriegen. Scheiße, da hatte ich ihn gerade im Visier. Okay. Okay. Dann mach ich mal lieber selber. Go to a shooting range. Work on your aim. You'll do fine. Fuck, man. Shit, you good? Oh, yeah, I'm good. Knox, you okay? You did good, kid. Man, I'm cool, man. I mean, you. Mentally. Mentally? Oh, man. I'm fucking excellent. My heart ain't pumped like that in years. Oh, yes. Fucking A, Bubba. Man, what the fuck? Man, you sound kind of manly. You just been greenlit by the Mexican underworld ambassador to Los Santos. Trust me. We handled it. Wherever the fuck Martin Madrazo is, I've known worse. We just handled a few low-ranking crimes. We sit on it, we see what happens. Kid, there's no use second-guessing. Ich muss mir hier mal eben Waffen holen. Ich fahre jetzt hier gerade zufälligerweise dran vorbei und deswegen gehen wir jetzt hier mal rein. In der Hoffnung, dass wir uns hier vielleicht ein bisschen aufrüsten können. Guten Tag. If you got a family, then you got people to protect. So, ich hätte gerne eine schusssichere Weste. Da ist sie. Nein, weil ich jetzt in der Mission bin, kann ich jetzt hier nicht einkaufen, oder was? Ach, das ist doch zum Kotzen. Ja, ich kann ja überhaupt nichts machen. Oh. Ganz toll. Der hat ja einen Schuss. Wow. Und der steht noch. Oh, auch nicht schlecht. Gut, dann eben nicht. Dann müssen wir halt das ein andermal machen. Ja, jetzt komm, steig ein. Heute noch. Okay. Scotch and sunshine is sitting on my ass. Fuck that, I'm better than that. Damn Skippy, homie. All that knowledge up there is withering and dying, dawg. You don't pass that shit on, gone. Gone, homie. I bet you know some shit. You wouldn't believe the shit I know. Yeah? You taking some score? There was a time, that was all I did. Well, no, I could tell you some shit, too. Yeah, like what? About this city I was born and raised in. Now think about it. Yeah, do that, man. This could be cool. Whew. Hey, thanks for the help out there today, kid. I had no idea it was gonna get that hot. Shit, pulling houses off the hillside sure has a weird way of fucking with people. Yeah, well, I thought I was through with all that shit. I don't know what the hell's going on. Oh shit, I think we're about to find out. Uh-oh. Do you know who I am? Do you know who I am? Do you? No. Oh, you? You? I think so. Good. I know who you are. I know where you live. Who are you? I'm Franklin. License. Was? No. Franklin. Maybe help. Mr. DeSanta here. Who am I?
I think Martin Madrazo. Good boy. Now maybe give him a little of a background. Man, Mr. Madrazo... Mr. Madrazo is a legitimate businessman who was wrongfully accused of running a Mexican-American gang and a narcotic ring, but the charges were dropped because of the witnesses came up missing. Smart kid. Now, Michael, got a question for you. What did you pull an architectural, significant, modernist wonder home down the hillside in Vinewood Hills? I thought the owner was banging my wife. Well, that was a strange house for a tennis coach. I wasn't thinking straight. Clearly. Yeah. Well, Natalia will need a hotel while you finance a rebuild, won't she? Sure. Good. And I'm guessing here that the rebuild will be somewhere in the 2.5 million range? Of course. Great. That's nice. Come on, man. Damn, you all right? Never better. So what now? Looks like I'm gonna have to postpone my retirement. Fuck. Ah, man, I'm mortgaged up to my eyeballs. Look, I only know one way to make money. I'm gonna have to give an old friend a call. Lester. I think he's in town somewhere. I'm gonna have to track him down. Just give me a little alone time, all right? All right, dawg. Nicht schlecht. Bestanden. Ich glaube, so langsam... Beratung. Ich glaube, so langsam nimmt das Spiel echt an Fahrt auf. War wieder nur 50%. Drive-by-Killer. Naja, ganz toll. Ich wäre lieber ange... Oder hätte lieber... Naja, egal. Also ich wäre lieber stehen geblieben und hätte sie dann gekillt. So wie ich es eigentlich beim ersten Mal auch versucht habe, aber na gut. Is this still the number for Lester Crest? Who's asking? Who's asking? Who's asking? You're awful cagey. Even for a dead man, Michael. Ooh, you don't sound good, buddy. Tactful and charming, even in death. Hey, come see me, old friend. I'm living in Los Santos, just like you. Marietta Heights. Whoa, whoa, wait. Hey, how do you... Hello? You fucker. Regisseur-Modus. Ah, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, also... Da, Lester. Da fahren wir hin, aber erst im nächsten Teil. Ich weiß nicht, wie lang der Teil jetzt hier ist. Der wird auf jeden Fall gesplittet, denke ich mal, weil er totale Überlänge hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Teil wieder. Bis dahin also, NRW bei 18. Adieu.